wunderschönen guten Tag, meine Lieben, diese Freunde. Wie ihr seht, das Video hat so angefangen, wie das andere fast aufgehört hat. Und die Schuhe sind die gleichen. Also momentan auf dem rechten Fuß die einzigen, die mir passen. Aber der Fuß schwillt zunehmend ab, aber es ist trotzdem noch schwierig, halt in so eine Onze oder sowas reinzukommen. Weil ich trage eigentlich total gerne eher sportliches Schuhwerk. Arbeitsschuhe passe ich noch gar nicht wieder rein. Also das baut man ein Weilchen. Aber Sehne fühlt sich immer besser an und auch Autofahren, Bremsen, alles ist überhaupt kein Thema mehr. Fühlt sich ganz normal an. Ja. Ich war jetzt in Berlin, bin gerade auf der Rückfahrt in der Nähe von Halle Richtung Kassel. Gab da eine Sperrung, deswegen musste ich jetzt hier ein bisschen auf Landstraße ausweichen. Ja, morgen ist Freitag, da werde ich noch ein bisschen was aufarbeiten. Und dann nehme ich euch dann mit. Also das Video geht jetzt hier über ein paar Tage und werde so ein bisschen den Fortschritt mit dokumentieren. Ja, und der Dicke hier, der darf auch mal neue Bremsbeläge erhalten. Die sind zwar noch ganz gut, aber offensichtlich ist der Weg für die Kolben zu lang. Das heißt, wenn die mal rangedrückt waren, die Bremsbeläge an die Scheibe, dann ziehen sich die Kolben halt weiter zurück, als der Bremsbelag dick ist. Das heißt, es entsteht dann eine Distanz gefüllt mit Luft. Und dann können die halt durch Temperatur anfangen, so ein bisschen sich anzulegen, zu verkanten. Und das führt dann zu ganz blöden Quietschgeräuschen die ganze Zeit. Die gehen dann weg, wenn ich bremse. Und deswegen dürfen die jetzt mal neu kommen. Da muss ich auch noch einen Termin machen für den hier. Aber ansonsten sind die nächsten Tage so geplant. Morgen ist so ein bisschen fuddeln, duddeln an meinem Muldendamper. Am Bagger habe ich ein bisschen zu tun. Und was ist dann noch? Ja, LKW abholen morgen früh natürlich erstmal. Dann am Samstag kriege ich dann noch ein Teilchen, was ich eigentlich heute bekommen sollte, aber das hat zeittechnisch nicht so geklappt und deswegen haben wir es dann kurzerhand auf Samstag verlegt. Da musste dann noch ein bisschen was dran machen. Das erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Und ja, da wollen wir keinen Stress machen, deswegen haben wir dann gesagt, komm dann Samstag, wenn es bei dir besser passt. Weil kommt ja immer mal irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen oder irgendwas wird nicht so geliefert, was man braucht. Just in time und dann verzögert sich alles und die Leute, die das halt, sagen wir mal, auch machen, die haben ja auch noch ein bisschen anderes Leben, also ja, deswegen nicht rumgestresst, sondern Abhilfe geschaffen, das Ganze ein bisschen nach hinten rausgeschoben und dann ist auch gut. Das ist für mich zwar nochmal zweimal 125 Kilometer hin und zurück fahren halt, ne? Aber was soll's, ist jetzt so wie es ist. Ja, schönes Bild hier, schaut mal, bei dem Kraftwerk da hinten. Ach schön, wie das Kraftwerk dort arbeitet. Und die stehen ein paar davon, bei den Windrädern da hinten. Ich glaube, das könnt ihr kaum noch erkennen. Ja. Wird ja sogar jetzt gefordert, ne, keine Windräder mehr zu bauen. Wegen der Überlastung des schwachen Netzes. Naja, das ist ein sehr spannendes Thema. So belasse ich das mal. Um Gottes Willen. Das macht immer besonders viel Spaß, solche Strecken hier im Wohnmobil zu fahren, weil dann dürfen alle Schränke richtig rumjammern und wimmern. Meine Güte. Navi. Ich habe aber in Berlin habe ich mir noch echten Kaviar mitgebracht. Also da zahlst du dann das Gramm so 1,50 Euro. Das musste jetzt einfach mal sein. Ein Döschen für einen Kumpel von mir. Und dann zwei für zu Hause quasi. Und wir haben es dann gestern Abend noch, da hatte ich beim Kumpel übernachtet. Also Geschäftsfreund richtig gut gehen lassen. Oh, war lecker. Zuerst gab es ein bisschen Toastbrot, gesalzene Butter drauf. Mit diesen herrlichen Kaviar.
dann danach gab es ganz frische Nudeln mit so Käse und ein bisschen Rindfleisch drin und Käsesoße aus dem Vollen, ne, mit Käse-Pilzsoße. Pilze und Pilzsoße mit Käse drin, genau. Aber war super lecker, hat er echt super gemacht. Und damit ich nicht immer so dumm dastehe, habe ich dann ein bisschen echten russischen Kaviar mitgebracht. Also ich finde, das kann keiner so gut. Also mir schmeckt kein Kaviar so gut wie der echte russische. Da gibt es ja verschiedene Selections, da wird es euch jetzt auch nicht helfen, wenn ich den Namen dazu sage. Das sind aber die etwas, also die, nicht die ganz kleinen schwarzen, sondern das kaltgezogene Kaviar. Das ist noch eine ganz andere Qualität, der schmeckt auch überhaupt nicht fischig. Das ist dann schon, das sind so, würde man sagen, 2 mm bis 3 mm große graue Kügelchen sind das dann zum Reinsetzen. Oh, ich liebe sowas, ja. Freue ich mich auf heute Abend, gibt es wieder ein bisschen Kaviar. Mit Stil und pompös geht die Welt unter, ne? Wenn schon, denn schon. Ja. Ah, ich liebe das Land hier, es ist einfach wunderschön hier in die Ecke um Halle drumherum. Das ist ja schon so ein bisschen, noch nicht ganz, aber so erste Ausläufer Mansfelder Land. Und das ist eine wunderschöne Gegend. Also auch die Rapsfelder überall, jetzt das Grüne, der Geruch. Früher als Junge konnte ich das gar nicht riechen. Mittlerweile liebe ich es. Und ja. Aber dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Sequenz wieder. Ich weiß noch nicht, wann die sein wird. Vermutlich, wenn ich einen LKW abhole und sagen kann, ist Reuter wieder und sprudelt nicht. Ja, bis gleich. Mansfelder Land im April und es ist so schön, wieder das satte Grün zu sehen, wie die Natur anfängt zu explodieren, ne? Dieser Blütentrieb überall durchkommt, ah, schön. Muss ich mal an Werner denken mittlerweile, der ist Imker, wir kennen uns, naja, von Facebook, auf dem Tom Diesel Profil von mir, und er hat auch immer gerne diese Fotos, die er postet, wenn er draußen in seinem Garten sitzt, im satten Grün. Ich gucke ja auch bei mir, das Haus steht ja auch bei mir an so einem Hang, und ich gucke dann so richtig schön die Hänge runter in so ein Flussdelta, oder Flussdelta, so Quatsch, in so ein Flusstal, und ja, ist immer wieder schön, und ich kann das aber auch hier von hier aus auf die Straße genießen, muss ich ehrlich sagen. Das hat was, das ist, drüben siehst du halt ein paar Schafe stehen, ich musste erst überlegen, ob ich da eine lila Milka-Kuh sehe, aber nee, war keine dabei, dann könnte es nur noch Schafe sein, Schaf oder Pferde, ich tippe auf Schafe. Ja. Ja, ich bin noch ein bisschen auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ach, schön. Ich nehme das jetzt eigentlich wesentlich auf, um mal zu schauen, wie die Kamera das einfängt. Aber das entspannt unheimlich gerade. Muss ich jetzt langsam wieder ans Arbeiten gewöhnen. Das ist im Grunde genommen, Moment. Gleiche Tag, ich bin noch in eine Firma gefahren, in eine. Habe einen Stapler geschnappt und wollte mal da vorne die Bagger, den Baggergreifer mal rausholen. Das war meiner, privat. Den hatte ich eingelagert.
Ein Flurförderführerschein habe ich natürlich auch. Aber als Geschäftsführer brauchst du den ja eigentlich gar nicht. Aber ich finde es einfach besser, wenn du ein bisschen Bescheid weißt. Gerade über die Risiken, ne? So. Ich würde mal gucken, ob ich die Palette hinten reinkriege. So, jetzt aber erstmal hier Handbremse rein, gell? So, da sieht man es nochmal. Mal die Breite abschätzen. Oh, schau da. Ah, kannst vergessen. Das kannst du vergessen. Ich muss das Ding abmontieren, also da die Schlaufen lösen, die Zugbänder. Da habe ich schon eine Schere mitgenommen, dann werde ich so eine Decke einwickeln. Und dann die zwei von den Stauboxen, das müsste fast reichen. Die kommen nach vorne, ist ja nur bis nach Hause. Hier sind noch meine Krücken. Oh, die vermisse ich so gar nicht. Und ja, aber ich bin gleich mit dem Bulli hergefahren, wollte jetzt hier noch einen Hänger anhängen irgendwo, weil das müsste gehen und dann, ja, dann packe ich die einfach rüber. So, vorschriftsmäßige Ladungssicherung. Naja, es ist eingekeilt, das kann ich nach vorne, das kann ich zurück. Und die Seitwärtsbewegung ist durch die Kisten auch relativ eingeschränkt. Ich denke, das geht jetzt auf die Meter. So, steht der Stapler, den bringen wir noch rein. Dürfen Sie auch mal wieder ein bisschen putzen. Der sieht echt elendig aus. So, Kisten habe ich auch alle drin. So, ein wunderschön, ne? Ich glaube, wir sind noch im gleichen Video. Ich bin gerade jetzt hier aus der Werkstatt ab. Die Wimpel, da habe ich auch eigen jetzt in Arbeit. Wenn die da sind, stelle ich es euch mal vor. Vielleicht lasse ich gleich ein paar mehr machen. Wir warten erst noch mal ein bisschen ab, ne? Ja, aber schön, es ist Samstag, fahren jetzt auf den Hof, so ist mal alles drin und dran, so wie ich es will. Hab natürlich komplett leer gemacht und Matratze ist aufgefrischt und alles, also ja. Aber das baue ich dann morgen alles ein, plus die Sonnenblende da oben, die wird dann auch eingebaut. Gestern hat Rüssel begonnen, also Truckshow am Rüssel. Ich war noch nicht da. Ich habe, man würde es auf Deutsch sagen, ein Arsch viel zu tun, aber wir drücken uns hier mal anders aus. Also ich habe wirklich ein Arsch viel zu tun. Und lass mal durchfahren da. Eine Straße zum Langsamfahren. Und ich muss gucken, aber ich will noch mal hin. Ich will irgendwie hinschauen, man Dirk Hallo sagen und einige andere haben auch schon gefragt. Ja. Ansonsten, heute bin ich dann noch zu Hause ein bisschen in der Werkstatt am Arbeiten. Hinten das neue. Ich bin wirklich zu blöde. Sonnenblende. Ich merke mir einfach Sonnenblende nicht. Es ist immer für mich ein Sunshield oder was weiß ich. Also, es ist einfach eine Sonnenblende. Also die neue Sonnenblende, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, also ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Da muss ich fertig werden. Ja, dann geht es Sonntagabend. Sonntag Ruhe wollte ich ganz gerne auch noch mal irgendwann zwischendurch haben. Oh, steht schöner Auflieger jetzt. Stand hier gerade einer. Mann, Mann, Mann. Also ich habe mir ja meinen jetzt auch versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten schick zu machen, aber was hier rumsteht, das ist der Hammer. Da stand auch gerade bei MAN in der Ausfahrt ein Vögele. Oh, also das ist einfach, das ist so eine Klasse für sich. Die sehen einfach echt gut aus. Kurz zum Fahrer gewunken, halt gezeigt, dass das, also nicht so, sondern dass es echt ein Hingucker ist. Und hat auch sehr höflich und nett zurückgegeben, dass MAN ja auch nicht schlecht ist. Aber gegen 540er S mit der Lackierung und so kann ich noch nicht gegen anstinken. Und, aber ich mache mir schön und ihr wisst ja, der eigene ist immer der Beste. Ne? Ja. Ja, und ich freue mich jetzt, den ein bisschen in Shape zu bringen hier. Also sind mal ein, zwei Sachen in Vorbereitung. Dann bin ich gerade auch auf der Suche nach Alcoas für einen Trailer. Also wer da weiß, wo, auch wenn die aufzuarbeiten sind,
sagt mir Bescheid, weil wenn man ein bisschen Liebe reinstecken kann, ist das ja auch nicht so verkehrt. Aber wir drehen noch mal eine kleine Extra-Runde. Fahrerkarte hat auch gefressen da oben, also das ist auch ganz okay. Ja, und habe auch Abfahrtkontrolle gemacht, das heißt vorher auf Arbeitszeit gesetzt. Das sind alles so Dinge, an die ich mich jetzt erstmal gewöhnen muss, die man gelernt hat hier vorne im SVG Schulungszentrum. War eine gute Ausbildung. Falls du es mal sehen solltest, viele Grüße an dich, Tim. Und vielen Dank für alles. Und hier haben sie jetzt auch wahrscheinlich ein paar Trailer abgestellt, weil die dürfen ja offensichtlich hauptsächlich mit Sattelzugmaschinen auf dem Parkplatz, damit mehr draufpassen. Und ja, was wollte ich jetzt noch? Ja, wenn wir uns eine extra Runde gucken, uns den Vögel nochmal an, oder ich will nochmal sehen. Ihr seht das ja zur Genüge im Internet, aber live sind die Dinger einfach nochmal schöner als in irgendeinem Video. Das kannst du einfach so gar nicht darstellen. Und die fallen schon auf. Also Fahrer war auch sehr gepflegt, auch sehr sportlich. Und ja, so muss das sein, ne? So, jetzt ziehen wir hier mal rechts rum. Bremse leicht an. Jetzt mit der Betriebsbremse. Aber Sicherheit geht vor. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Kamera halten und dann noch ein Dingskirchen hier in Retana bedienen wollen. So, lassen wir mal schön ein bisschen sanft warm laufen. Ist noch nichts da an Temperatur. Klar hat er schon ein bisschen was, aber ja, und vom Timing her, am Sonntagabend geht es dann Richtung Ausbildung ADR nach Gera. Nee, warte. Ach, nee. Da muss ich wenden. Ich denke, ich warten können und den Kollegen. Ich mache mal kurz eine Pause, ich brauche jetzt beide Hände. Wir machen es so, ich habe euch da vorne abgelegt. Jetzt wollte ich eigentlich hier reinfahren. Zum Giebel wenden. Schöne Grüße, ne? Du weißt schon wer. Machen wir es hier. Was ich mir auf jeden Fall noch angewöhnen muss, ist gerade jetzt hier mit dem LKW noch ruhiger zu fahren. Ich bin noch zu zackig unterwegs. Ich meine, da kam was. Kann ich noch ein bisschen ruhiger werden, gelassener. Ich nehme euch mal wieder hier hoch. Sorry, das sollte jetzt keine Arroganz sein, da mit einem Finger zu grüßen. Es ging einfach nicht anders. Ich wollte das Lenkrad lieber festhalten. Aber trotzdem kam der innere Monk durch. Ich bin noch so erzogen für den Straßenverkehr, dass ich andere mal vorlasse. Und das ist, wenn ich jetzt vorgelassen werde oder mir was Gutes widerfährt im Straßenverkehr, wo jemand anders einfach sagt, okay, komm, hier fahr durch oder nutze jetzt die Gelegenheit, dann bedanke ich mich auch. Ist seltener geworden, würde ich mal sagen. Es ist nur meine eigene subjektive Beobachtung. Ich weiß nicht, ob der Vögele-Kollege da schon wieder weg ist. Aber ich finde, es gehört sich einfach so. Das ist im Straßenverkehr ist es ein Miteinander. Wird halt auf der Autobahn und anderswo immer gerne ein Gegeneinander ausgespielt.
Aber es ist einfach, wir bewegen uns hier in einem öffentlichen Verkehrsraum. Und ich finde, das ist ein Miteinander. Und dann kann man auch mal nett zueinander sein. Und man kann sich auch einfach mal bedanken. Also das ist ohnehin das Wort Danke seltener geworden ist, meine persönliche Wahrnehmung. Ja. Kann ja nur das wiedergeben, so wie ich es auch wahrnehme. Und er ist schon weg. Er ist schon weg mit dieser wunderschönen Scania 540S Sattelzugmaschine. Hier steht der Aufleger, sei gegrüßt, werter Kollege. Solltest du das sehen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, fühl dich gedrückt. Ja. Ich werde jetzt mit ihm hier nicht, weil ich nicht weiß, ob und wie ich da einen Parkplatz finde. Ich bin da auch nicht angemeldet. Ich werde, wenn dann überhaupt, nachher mal mit einem kleinen Auto hinschauen, bisschen drüber schlendern, mal ein Björn drücken und auch noch ohne Auflieger. Eigentlich hätte ich jetzt schon mal das Ansteckmikrofon nutzen können, aber das muss ich alles erst noch einrichten. Hier jetzt rechts quasi wird es zum Rüssel gehen. Die Kenner kennen sich aus, ne? Die Profis. Problem damit, mit halbmontierten LKW aufzutauchen. Weil man da ohnehin, dafür ist noch nicht genügend am LKW gemacht, da ist auch noch nicht genügend individualisiert, weil da stehen Maschinen, da kannst du, ja, da kannst du dir eher ganz viel abgucken noch, also ich zumindest, als das so andere beeindruckst. Deswegen habe ich auch damit kein Problem damit. Dem MAN da hinzufahren, nicht weil es ein MAN ist, sondern weil er jetzt momentan Sonnenbrände fehlt und so nicht so schick aussieht. Aber ich denke mal vom Platz her, das ist einfach ein Problemchen. Gefällt mir jetzt schon besser. Ist ein bisschen ruhiger von mir jetzt. Ich mache das jetzt auch sehr bewusst, weil ansonsten A, du hier oben so durchgeschüttet, B, ist es auch nicht gut für die ganze Hardware, wenn du ständig immer alles eintauchen musst. Also sprich jetzt in die Federung, sei es das Fahrerhaus, sei es die Achse, sei es der Sitz, der Stuhl und was da alles dazu kommt. Der Reifen dann die ganze Zeit so knautscht und gedetscht wird. Ihr seht hier auch vom Fuß her, also er ist noch dicker, der Fuß. Ich hoffe mal, dass die Schwellung jetzt irgendwann mal weggeht, aber die Sehne ist schon wieder gut belastbar. Ich komme jetzt auch in dem Bereich, wo auch die Ärzte dann empfehlen, Schuh aus und geh mal vorsichtig. Also ich kann mittlerweile schon wieder fast normalen Affengang machen, aber also es wird schon aufrechter wieder und das Thema ist eher so das Vertrauen, denn die Sehne ist noch nicht so ganz da und es hat sich jetzt auch innerhalb der letzten vielen Wochen manifestiert, immer dieser komische Ausfallschrittgang, und dem muss ich jetzt langsam wieder weggehen, aber nicht weggehen, wegbekommen. Das muss noch sehr bewusst gerade erfolgen, aber jetzt hier Bremse drücken zum Beispiel, auch volles Rohr, ist überhaupt kein Thema mehr. Das fühlt sich auch ganz natürlich an. Und das ist schon mal ganz gut, wo ich dann auch wirklich sagen kann, wenn es dann nächste Woche losgeht, kann man mich auch auf die Straße und auf die Menschheit auch loslassen. Ja, aber der Blick von hier oben aus, ich weiß schon, warum ihr das alle so mögt. Oder wir alle, das ist einfach sensationell. Das ist eigentlich das so, dieses, ne, den Blick leiten lassen. Was gibt's?
für einen schöneren Job. Also ich bin auch sehr gerne Ingenieur, aber mir macht das halt ja auch unfassbar viel Spaß. Dein Drumherum ändert sich die ganze Zeit, dein Ängstes drumherum eben nicht. Du hast immer so dein Schneckenhäuschen mit dabei. Du hast einen tollen Blick hier nach vorne raus. Muss natürlich wieder gewaschen werden, ne? Ist klar, er stand jetzt lange rum. Kriegt er morgen ein bisschen. Und verdienst noch Geld dabei. Das ist, also ist doch super, oder? Und siehst die Welt. Also meistens halt viel von der Autobahn, aber das will ich halt bei mir anders machen. Klar, auch Autobahn, aber ich, oh, schala, den habe ich nicht kommen sehen. Ich werde ein Fahrrad dabei haben. Das heißt, wenn man dann in einer langen Pause, in einer großen Pause irgendwo steht, in der Ruhezeit, dass man dann sich auch vom Parkplatz mal wegbewegen kann. Ne? Bei den Autobahnraststätten ist es halt schwieriger, weil da kommst du meistens, sind die ja eingehegt, finde ich auch furchtbar in Deutschland übrigens, dass das immer alles so hermetisch geschlossen ist und dass den Lkw-Fahrern auch nicht die Gelegenheit gegeben wird, Mensch, mal so ein Trim nicht fahrt, dass der angelegt ist oder dass du hinten durch den Wald dann auch mal in die näheren Ortschaften mal rein kannst. Also das finde ich ganz furchtbar, wie weggesperrt. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Rastplätze manchmal so veröden. Also sprich jetzt auch im Sinne von einer Nutzung, gerade im Bereich Sanitär, die nicht sein muss. Ja. Und weil die halt auch mit sich nicht wissen, wohin. Ja. Und gerade wenn du dann halt so Leute drauf auf dem LKW hast, die dann so 3-4 Monate drauf hocken. Und dann wird auch Sanifair halt auch immer alles ganz schön teuer. Ne? Dem könntest du halt vorbeugen, wenn die halt sich auch mal betätigen, wenn die Sport machen können. Das wäre halt, wenn du raus kannst, spazieren gehen, ist ja auch für den Geist sehr wichtig. Also ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung dazu. Ne? Und ich würde halt ein Fahrrad dabei haben, auf jeden Fall. Ich würde ein bisschen Sportgeräte mit dabei haben. Also dass man halt auch dem Körper und dem Geist so ein bisschen Freiheit geben kann. Nee, Automatik wollte ich jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, wir sehen uns dann. Ich denke, dass ich das Video hier veröffentlichen werde, bevor es dann Richtung Werte, Abholung, Trailer geht. Das wird ein eigenes werden, selbstverständlich. Und was war denn das jetzt für Bibeln hier? Das war mir neu. Oh, prüfen. Ja, und morgen kommt wahrscheinlich, mache ich noch ein bisschen Montagekrempel. Aber ohne den Prachtburschen gänzlich zu zeigen. Das möchte ich mir gerne aufheben, bis der Auflieger hinten dran ist. Und da mache ich jetzt mal kurz einen Schnitt. Wir sehen uns morgen wieder für euch jetzt in der nächsten Sekunde. Ja, und einen schönen guten Morgen. Wir haben jetzt den 21. April. Also in 10 Tagen ist 1. Mai. Und wir haben in Kassel jetzt hier pünktlich auch zur Russell Truck Show noch mal dieses wunderschöne Geschenk bekommen. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Norden, Salzgitter die Ecke, bin aber jetzt gerade erst losgefahren. Wollte eigentlich schon so um 5 losfahren, aber da war noch wildes Schneegestöber. Das heißt, dann habe ich gesagt, okay, ich lege mich noch mal hin und drehe mich noch mal um. Ja. Und mal gucken, wie weit ich jetzt hier komme. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber irgendwie auch wunderschön gerade. Ich freue mich, dass ich das auf dem Bild habe. Mal gucken, wie die Kamera das einfängt. Ankunftszeit ist auch schon stark nach hinten korrigiert. Eigentlich in einer Stunde 20 Minuten, jetzt sagt er schon 1:53. Hier arbeiten sie gerade an der Schleuse. Auch relativ veralten, 60, die Reifen lassen zwar viel, viel mehr zu, die Straße auch, aber
Motor ist noch kalt. Ne? Und du weißt nicht, wie es hinter der nächsten Kurve aussieht. Deswegen lohnt es sich hier nicht rumzubrettern. Ich komme und zur Not melde ich mich nochmal. So, ich musste dann wieder umdrehen, denn die Polizei hatte hinter dem nächsten Ort, Warnhausen oder so, wie das heißt hier, komplett zugemacht. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich hin über Kassel noch komme. Naja, da will ich mal zur Autobahn fahren, mal gucken, wie es da aussieht. So, knapp über Göttingen gewesen. Wir sind jetzt in Westerlinde. Das ist da oben bei Salzgitter. Schöne Grüße an dich, Christian. Und auch an Olaf. Ihr wisst warum. Christian hat mir noch was gelackert. Also sieht megamäßig aus. Vielen Dank auch an dieser Stelle, aber ich glaube, ihr wirst es nie sehen. Ab Göttingen war alles gut. Kein Schnee mehr. Das heißt, der Dicke hat die Sporen gekriegt. Und war dann relativ zügig hier oben. Jetzt liegen die Teilchen hier hinten drinnen und jetzt geht es zügig wieder runter. Ich habe keine Zeit zu verlieren heute am Sonntagabend, will ich noch ein bisschen was von der Familie haben. Ich merke, dass ich vollkommen falsch abgebogen bin. Ich hätte schon nach vorne rechts abbiegen müssen, aber ist egal. Viele Wege führen nach Rom und aber echt schön hier. Also schaut euch das mal an. Manche leben schon privilegiert. Das ist wirklich schön. Ja, also ich hab's jetzt. Jetzt geht's zurück. Ich denke dann, ich bin dann hoffentlich so kurz nach 11 wieder in Kassel. Und dann will ich noch ein bisschen was an der Elektrik machen, noch ein bisschen eine ruhige Zeit kurz haben zumindest. Aber ich habe heute Morgen noch dann die Zeit genutzt, die ich eigentlich unterwegs sein möchte, wollte. Aber wo dieser Schneesturm war über Kassel, da habe ich dann gesagt, komm, da brauchst du jetzt gar nicht losfahren. Wer weiß, was auch alles auf der Straße liegt und es lag ja wahnsinnig viel auch dort. Hatte ich heute Morgen dann noch ein bisschen an der Elektrik gearbeitet, aber nur Thema Beleuchtung. Da kannst du auch nichts kaputt machen, weil die von MAN, die haben den ganzen Stecker vorbereitet, aber ich muss dann doch noch etliche Löcher bohren, die Kabelstecker verlöten und passend machen. Und das hatte ich dann heute Morgen schon vorbereitet. Da habe ich jetzt gleich noch ein bisschen, wenn wir zu Hause sind, zu tun. Und hier, ja, Autohof Westerlinde, ich denke mal, der ist bekannt. Hätte ich eigentlich noch ein Käffchen holen können. Ne? Ja, ich hole mir nochmal nachher irgendwo ein. Was wollte ich noch? Achso, ganze Elektrik dort, ja, ganze Elektrik, so ein Blödsinn. Also Thema Beleuchtung, noch ein bisschen gearbeitet, Stecker passend gemacht, gelötet, dann losgeballert. Dann will ich das nachher noch kurz zu Ende bringen, aber es gibt jetzt erstmal arg verspätetes Frühstück nochmal. Und dann geht es eigentlich schon auf den Hof, also zur Firma. Dann werden die Teilchen hier angebaut. Und dann bin ich erstmal zufrieden. Wird ein Leuchttest gemacht. Also ich mache den natürlich auch zu Hause. Ich habe dann auch so eine aus dem Modellbau, so eine 22 Volt Batterien, mit denen man das überprüfen kann. Wobei zum Beispiel die Double Burner, die kommen jetzt aber noch nicht verbaut gerade, die springen wahrscheinlich wohl erst wirklich bei 24 Volt an oder halt irgendwie knapp runter. Also da hat sie noch nichts getan. Und oder die brauchen noch ein Signal irgendwie. Weil die haben drei Kabel interessanterweise, ich glaube grün, weiß und schwarz. Die Holländer sind da immer ein bisschen anders irgendwie, weil du machst eigentlich in Deutschland immer Plus ist braun, Minus ist schwarz oder blau und
weiß es eigentlich meistens irgendwie, wenn dann überhaupt so ein Nullerkabel oder sowas. Ja. Naja, ich bin da eh nicht der Hellste, was das angeht. Ein bisschen kann ich Elektrik, aber so die Tiefen sind dann irgendwie, das ist mir noch fremd, sag ich mal so. Ja, dann wird es angebaut, Leuchttest gemacht, hoffentlich Daumen drücken, dass alles funktioniert. Und dann nochmal ein bisschen Ruhe und heute Abend dann Richtung Gera zum Thema ADR-Kurs. Ich bin in die Firma gefahren, fahre jetzt gleich wieder nach Hause, habe noch was angebaut. Seht, es taut schön der Schnee weg. Jawohl, dann nochmal auf Übersichtsfoto reinschießen. Fürs Thumbnail. Und ja, das erste Teil dann aus Westerlinde dann angebaut. Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Also es ist gut lackiert und alles, kein Thema. Ob ich es dran lasse, also insgesamt. Aber ich muss es dann nochmal sehen mit der Sonnenblende oben zusammen, wie es dann aussieht. Wird noch spannend. Ja. Ansonsten finde ich es von der Seite her, gucken wie weit die Sonnenblende nachher rausguckt. Die fehlt oben natürlich noch. Ihr wisst, was ich meine von der Seite her. Es guckt so ein bisschen vorne raus. Ne? Von innen sieht es cool aus. Aber wir schauen mal nachher. Ich werde es wahrscheinlich erstmal dran lassen und dann mal gucken, wie praktikabel das auch mit den Scheibenwischern ist. Wenn man mal die Gummis ersetzen möchte oder so. Ich meine, es ist schnell abgenommen. Das ist bloß hier über dem Blech hier hinter den Griff geschraubt. Mache ich noch die Abdeckungen drüber. Das ist euch jetzt alles schon festgezogen. Das ist wirklich extrem leicht zu installieren. Ich kann sowas nicht sehen. Sowas in Griffreichweite sieht es genauso, wenn du die Kofferraumhaube aufmachst und Kofferraummotorhaube aufmachst und das Haufen Blätterwerk. Ich kann das nicht haben. Ich muss das wegmachen. Ja, ist einfach nur über Bleche hier rum und dann dahinter gespannt. Also extrem easy. Sitzt auch ausreichend fest. Und heute, ich habe mir schon die Palette vorne hingepackt. Heute wird Blende angebaut. Ich habe sie zu Hause vorbereitet. Ganze Elektrik verlegt. Und auch ein bisschen winzigste Lackierarbeiten gemacht. Dann bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Ey. Ich bin richtig gespannt. Die Dings ist schon dran. Ich werde ihn jetzt erstmal oben noch ein bisschen abwaschen. So, Dings habe ich dabei. Und dann, achso, da ist die Steinschutzblende schon dran. Und dann geht es gleich los. Also ich weiß noch nicht, ob ich euch dem Video mit Blende zeige. Ich glaube nicht. So, wieder der Fuß zuerst. Alles mal ein bisschen hier sauber machen aufs Dach oben mit meinem mobilen Kercher. Und es läuft natürlich super erstmal ab und das Wasser geht mir hier oben aus. Aber es soll ja eh bald wieder regnen, also insofern läuft es eh noch ein bisschen. So, LKW ist fertig, war schon wieder zu Hause. Ein bisschen Abendbrot gegessen, ist jetzt 21.15 Uhr, Sonntag. Und fahre jetzt Richtung Gera zum ADR-Kurs. Das wird dann auch das letzte Aufnahmeschnipselchen sein jetzt für das Video und werde mich dann verabschieden erstmal. LKW ist soweit fertig, außer dass bei dem Firmenschild oben, also bei dem Leuchtschild und den beiden neuen LEDs am LKW dann das alles nicht funktioniert, also sprich das Licht, also entweder ist da eine Sicherung noch raus, wobei ich in Sicherungskasten geschaut hatte, da waren alle drinnen. Aber ich werde nochmal mit einmal einsprechen, weil die hatten die Leitungen vorbereitet und haben das ja auch alles schon schön abgerechnet. Also da muss man dann mal sprechen. Vielleicht ist ja auch noch ein Trick dabei. Falsch gepolt sein kann es nicht, weil die LEDs, die sind ja von MAN, die geben eine Polung vor. Und genau die habe ich halt auch übernommen und auch getestet. Das heißt also zu Hause in der Werkstatt. Hat das alles wunderbar funktioniert? Was macht der denn hier? Und am LKW dann nicht mehr. Also das ist, manche Leute, du checkst es nicht. Was ist denn hier los?
Ja, aber auch das ist lösbar. Vielleicht nur eine Verpolung, kriegt man alles hin. Alles nicht das Thema. Es hat alles nur Zeit. Also es hat alles sehr lange gedauert. Ich war jetzt das ganze Wochenende irgendwie damit beschäftigt und zu Hause in der Werkstatt die ganze Vorbereitung. Dann war so ein Verpolungsfehler noch drin bei dem Leuchtschütter aus Holland. Macht man eigentlich anders. Naja, ist jetzt so wie es ist. Aber er ist fertig erstmal, er ist fahrbereit, sieht schicki aus, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie ich das Ding dran hatte, bin ich dann erstmal wieder mit dem Stapler runtergefahren und war so am Arbeiten und dann drehe ich mich um, gucke so hin und denke, ach Mensch, jetzt ist es ja dran, jetzt siehst du mal komplett und gefällt mir sehr gut. Also sieht richtig, also sieht schön geschlossen aus vorne. Ja, schönes Tom Diese Design. Auch alles selber gemacht, also bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja. Also dann, Freunde, dann gehabt euch wohl. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen. Der Freddy macht ja auch weiter hier von Diese TV, hatte ich heute gesehen. Mangels Alternativen so ein bisschen. Aber ihm hat es auch wieder Spaß gemacht und das ist auch das Wichtigste. Ja, und wir legen jetzt erst los, also ich lege jetzt erst los. Und mal gucken, ob es mir Spaß macht. Also ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Tom. Ciao. Achso, Däumchen wären Träumchen, ne? Ihr wisst Bescheid.